CDU-Chef Friedrich Merz, der reist nämlich heute nach Polen, um sich dort mit Regierungschef Morawiecki zu treffen. Bei den Gesprächen soll es um die Probleme beim Panzerringtausch gehen. Ursprünglich war vereinbart worden, dass Polen sowjetische Panzer aus Altbeständen an die Ukraine liefert und im Gegenzug moderne Leopard-Panzer aus Deutschland erhält. Diese Lieferungen stocken jedoch, was zu Unmut in Warschau führt. Merz macht Kanzler Olaf Scholz für das Scheitern des Ringtausches verantwortlich. Er habe das Vertrauen in die Zusagen der Bundesregierung verloren. Und Isabel, da fragt man sich schon, der Oppositionsführer fährt nach Warschau, um in dieser Frage, also des Ringtausches, na, kann er überhaupt vermitteln? Er kann auch nichts mitbringen. Eigentlich müsste doch die Verteidigungsministerin oder aber der Kanzler nach Warschau fahren. Friedrich Merz, ja, der tut es schon wieder. Er ist in außenpolitischer Sache unterwegs und eben nicht der Kanzler. Und das will Friedrich Merz damit ja wohl auch demonstrieren. Der Hintergrund ist der, dass Polen gerade ziemlich verärgert ist über Deutschland. Der Hintergrund ist eben dieser Ringtausch. Polen will die Ukraine oder unterstützt die Ukraine mit 200 Panzern aus sowjetischer Produktion. Und erwartet dann von anderen westlichen Partnern, dass man dann auffüllt in Polen. Und von Deutschland erwartet sich Polen eben mindestens 44 Leopard-Panzer, aber die Bundesregierung, die hat bislang nur 20 versprochen und die Lieferung nach Polen, die würde auch einige Monate in Anspruch nehmen. Auch das dauert Polen eben zu lange. Und anstatt, dass der Kanzler da jetzt eben nach Polen reist und Gespräche führt, tut es Friedrich Merz. Da kann man natürlich die Frage stellen, was will er damit bezwecken? Will er den Kanzler brüskieren? Will er den Kanzler davor führen? Weil klar ist natürlich als Oppositionsführer, du hast es schon gesagt, klar, da kann Friedrich Merz keine Versprechungen machen. Da kann Friedrich Merz im Grunde nichts mitbringen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.